Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute ist ein besonderer Tag. Fortnite Kapitel 2 startet, beziehungsweise Season 11, je nachdem, wie sie es dann am Ende genau nennen werden. Im geleakten Bild war ja Fortnite Kapitel 2. Ich bin auf jeden Fall schon riesig auf das Live-Event gespannt, was dort passieren wird und wie die neue Map dann aussehen wird. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, würde ich euch empfehlen, den ersten Link in der Videobeschreibung auszuchecken. Dort kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal, beziehungsweise ich weiß nicht, ich denke mal, dass der Livestream nachher zum Live-Event auf YouTube kommen wird, weil es eben halt so ein besonderes Event ist. Allerdings, dass der, heute Morgen wird's, wenn ihr das Video seht, wenn das Video online ist, wird es auch noch ein Stream auf Twitch geben. Dazu könnt ihr immer den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Dort werden wir nämlich alle restlichen Challenges erledigen. Ich habe noch ein paar offen. Das Ganze werden wir machen, sind nicht viele, aber das Ganze werden wir immer erledigen. Und dann, wie gesagt, heute Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr startet auf YouTube dann der Livestream. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr dann eine Benachrichtigung bekommt, wenn das Stream online ist. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr dort einschaltet. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal den Itemshop an. Wir haben die Panda-Skins wieder und immer noch hier das Paradigma, das hier auch zeitlich begrenzt ist. Das heißt, es gibt es wahrscheinlich jetzt nur heute noch und danach nie wieder oder für eine relativ lange Zeit nicht mehr wieder. Hier auf jeden Fall, der Skin hat 5 verschiedene Gesichtsstile, wo dann verschiedene Sachen angezeigt werden. Und dann gibt es das Ganze einmal in weiß-schwarz und in diesem blauen Oldschool-Besucher-Stil. Dazu gibt es dann einmal das Verschwinden-Emote für 100 V-Bucks und das Willkommen-Emote ebenfalls für 100 V-Bucks. Dann gibt es noch den Spear-Ranger. Als nächstes gibt es hier den Panda-Beauftragte. Ist ein nicer Skin, wobei ich für 2000 V-Bucks schon vielleicht etwas mehr erwartet hätte. Und wenn man einen Panda hat, dann sind nun mal alle anderen Pandas auch ziemlich ähnlich. Hat hier ein nice Bamus-Backpack, aber wie gesagt, jetzt nichts allzu Besonderes. Dann gibt es noch den Wukong. Von den Farben her gefällt er mir auf jeden Fall richtig gut. Allerdings ist er super, super breit hier unten, vor allem die Beine. Und damit kann man einfach nicht zocken, weil man dann gar nicht mehr um den Charakter drumherum vernünftig schauen kann. Dementsprechend etwas unpraktisch. Und dazu gibt es dann auch noch die Jingo Bang Spitzhacke, die auch ziemlich cool aussieht und hier auch so einen nice reaktiven Effekt hat. Umso häufiger man schlägt, umso doller leuchtet das hier. Sieht auf jeden Fall nice aus. Lohnt sich meiner Meinung nach. Dann gibt es wieder das DC-Set. Heute wahrscheinlich zum letzten Mal. Einmal die Catwoman mit und ohne Brille. Mit einem nice Backpack. Dann die Katzenkrallen als Doppelspitzhacke. Der Batglider. Und den Peitschenknall-Emote für 300 V-Bucks und das Bat-Signal. Mit Fisch sieht das ultra lustig aus, weil der Fisch einfach so richtig dumm mit seinen Augen da hochstarrt, aber sollte ihm halt eigentlich so. Es sind eben halt alles Sachen, die so in dem Batman-Film vorkommen. Ich habe Batman nie geguckt, aber ich glaube, solche Szenen kennt man dann schon. Dann gibt es noch eine maskierte Reiche Musik, werde ich jetzt nicht nochmal abspielen. Nochmal hier zur maskierte Reiche Musik. Ist im Prinzip eine klassische Filmmusik, also nichts allzu Besonderes. Dann gibt es noch neu seit gestern Meister der Kampfkunst für 300 V-Bucks. Sieht ziemlich nice aus. Dann gibt es als nächstes den Biss-Skin. Auch wieder ein Spray-Skin hier, glaube ich, wenn das hier Spraydosen sein sollen. Sieht ganz nice aus. Dann gibt es als nächstes die Sumpfjägerin. Die sieht irgendwie komplett lost aus. Vor allen Dingen hier die Haare, die einfach. Ich weiß nicht, wie viel Gel die da reingetan hat. Aber auf jeden Fall stehen die komplett strange ab. Auf jeden Fall. Der Skin sieht meiner Meinung nach komplett schlecht aus. Dementsprechend keine Empfehlung von mir. Dann gibt es noch den Klack-Emote. 200 V-Bucks dafür und ansteckend. Das ist ganz nice Emote.
Als nächstes gibt es noch roter Zacken als Spitzhacke. Sieht ganz nice aus hier mit den im Prinzip schon Lava-ähnlichen Spitzhacken-Klingen. Und als letztes gibt es noch Shaka. Sieht ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr nachher noch im Herausforderungsstream vorbeischaut und heute Abend dann auf YouTube nochmal den Stream auscheckt zur neuen Season. Und bis dahin, ciao.